Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 5 Mod. Nein, nicht Mods, Tuning. Ja, nachdem wir in der letzten Folge ja den Blazer, beziehungsweise die Blazer hatten, der hat Neonlichter, interessant, haben wir heute einen Kompaktwagen. Und zwar haben wir heute den Dinker Blister. Das ist ja der neue Blister. Der hat echt Neonlichter drunter. Hab ich auch noch nie gesehen. Ey, bleib unten. Gut, also, wir haben Neonlicht, ne, wir haben nicht Neonlicht, sondern wir haben heute den Dinker Blister, wie ihr seht. Der hat unser Dinker Blister gerammt, das fand ich nicht so nett. Und ja, auf jeden Fall mal sehen, was man aus dem herausholen kann. Vielleicht kann man den so ein bisschen Rally-mäßig machen. Wir werden sehen. Fixen den nochmal, clean den und fahren dann natürlich rein zu Los Santos Customs. Dinker Blister, Kompaktwagen. So, mal sehen. Panzerung nimmt natürlich 80, Bremsen, Sportbremsen, Stoßstangen, serienmäßig Frontstoßstange, Tuning, Frontsplitter. Ja, machen wir mal. Serienmäßig Heckstoßstange oder Tuning Heckstoßstange. Ja, sieht damit viel besser aus. Motor hat schon sowas vom Golf, der Wagen. Bin ich vor allem hinten, MSRB um 3, hier. Ist wahrscheinlich auch Golf, ich weiß nicht, worauf der basiert, aber ich denke mal. Serienmäßig Auspuff oder Doppelrohrauspuff. Machen wir mal den Doppelrohrauspuff, Motorhaube, serienmäßige Motorhaube oder Motorhaube mit Einlass. Ich überlege gerade, was weniger hässlich ist von beiden. Eigentlich auch hässlich. Ja, nehmen wir die serienmäßige Motorhaube, Scheinwerfer, nehmen wir die Xenons, Neon Kids, nehmen wir nix. Nummernschild nehmen wir Blancfeuille 2 oder 1. Lackierung, Premierfarbe Chrom, nope. Wie sieht's matt schwarz aus? Metalle meine ich. Ich kann mir vorstellen, dass ein Limettengrün oder ein Weiß gut aussieht drauf. Mal gucken. Gehen wir erstmal nach oben, damit wir alle haben. Erstmal können wir dann bei der Gelegenheit Weiß gucken. Nur Weiß ist nicht so gut, aber ein Limettengrün könnte was werden. Habe ich irgendwie ein gutes Gefühl bei dem. Taugelb geht eigentlich auch. Limetten gehört, aber sag ich doch. Da bin ich doch gut. Hat er gleich gesehen. Ich will nur kurz was probieren. Wir haben Mitternachtsblau. Denn dieses Mitternachtsblau, Galaxisblau. Ne, Mitternachtsblau. Ist eigentlich nicht nur Mitternachtsblau, es ist Mitternachts, was auch immer. Könnte es eigentlich in jede Farbe machen. Könnte zum Beispiel auch Mitternachtsgrün, Limettengrün nehmen. Oder wir machen Mitternachts Orange, beziehungsweise Gelb, Mitternachts. Pink. Sieht eigentlich auch nicht so schlecht aus. Oder wir können natürlich auch Mitternachtsrot machen. Also da könnt ihr alles draus machen, für die es nicht wussten. Aber ich denke, es wusste fast jeder mittlerweile. Wir nehmen Limettengrün, damit er vielleicht ein bisschen dunkleren Perleffekt drauf. Damit er nicht zerspiegelt. Schwarz. So ein Schwarz. Ja, sieht gut aus. Gut, Seitenverkleidung. Serienmäßig oder die Tuning-Seitenverkleidung. Die standardmäßige. Federung. Nehmen wir die... Nehmen wir die Straßenfederung, Getriebe, natürlich Renngetriebe, Turbo. Oh, da natürlich. Als Reifen, Sportreifen da natürlich drauf. Warum sag ich die ganze Zeit drauf? Das gibt einen offenen Sach so. So, was nehmen wir denn da? Was nehmen wir, was nehmen wir, was nehmen wir? 59 sehen ganz gut aus. Oh, Mercies, fast das gleiche. Synthetics Seas. So, dann nehmen wir, denke ich mal, die 59s. Oder die Ferraccias. Mercy, 59s, Mercy. Nehmen wir die 59s. Felgenfarbe können wir in Schwarz nehmen, oder wir können da auch noch Limettengrün runterpacken. Aber ich glaube, das ist dann zu viel, wenn wir das Limettengrün machen. Beziehungsweise irgendein Grün, das da passt. Also nehmen wir, denke ich, dann Schwarz. Ich will noch mal kurz gucken, Weiß. Wie sieht das da aus? Legierung, Schwarz oder Weiß? Nehmen wir einen Schwarz, oder nicht? Dann Carbon-Schwarz oder... Ja, Carbon-Schwarz. Reifenzubehör nehmen wir natürlich die
Nimm mal die Tuning-Reifen. Schusssichere Reifen. Grüne Reifen, Crime, richtiger Ricer hier. Ich überlege gerade, oder? Machen wir Tuning oder standardmäßig? Standardmäßig ist besser noch. Fenster. Dunkles Rauchglas. So, und damit wären wir auch schon fertig mit dem Dinker Blister. Finde ich keine hübschen Wagen, um ehrlich zu sein. Aber wir haben doch noch einiges rausgeholt, finde ich. Hier so sieht der Brand von innen aus. Wie immer, sieht links und rechts total hässlich aus. Hört sich auf jeden Fall ganz ordentlich an. Für den Wagen. So, und ja, eigentlich dachte ich mal, mach daraus vielleicht so einen kleinen Rallye-Wagen. Aber es hat sich erübrigt, nachdem er mit den Upgrades nicht so gut machbar ist. Jut. Und, boah, der hat einen krassen Sound irgendwie, der Wagen. Also, er hört sich nicht wirklich so gut an, aber es ist viel mehr, als man bei dem Wagen erwartet. Und ja, also, ich finde, der ist eigentlich ganz gut geworden, der Blister hier. Oh, sorry. Können wir nochmal den grünen Reifen beobachten? Ach, genau, das ist der Frontantrieb. So. Gut, ja, also. Falls ihr den linken Blister habt, ich bezweifle, dass ihn überhaupt jemand hat. Aber falls ja, dann würde es mich mal interessieren, wie ihr den getuned habt. Denn dann kann ich mich mal ein bisschen so orientieren, so, ob wir sozusagen den gleichen Stil haben oder nicht. Und ja, auf jeden Fall würde mich interessieren, wie gesagt, wie ihr ihn getuned habt, falls ihr ihn getuned habt. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haus Quanta sagt tschüss, bis zum nächsten Mal, GC. Und morgen, bzw. nächste Folge, gibt es den Dinker Blister Compact. Ciao.